Herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt hier live mit dabei sind auf LinkedIn. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit dabei zu sein. Mein Name ist Lisa Rufus. Ich bin Journalistin und Moderatorin mit Fokus auf Gesellschafts- und Kulturthemen und freue mich sehr, dieses spannende Gespräch hier heute führen zu dürfen. Ja, worum geht es denn eigentlich heute? Wir sprechen über das Thema Mutation. Das sind ja zufällige, nicht zielgerichtete Veränderungen der DNA. Jetzt fragt man sich vielleicht erstmal, wer mutiert denn eigentlich und was und wo überhaupt? Wir schauen uns dieses Thema heute nicht biologisch, sondern natürlich in Bezug auf die Businesswelt an. Also wenn Sie Fragen haben oder Impulse geben möchten, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit. Das geht über den Event-Chat auf LinkedIn oder in den Kommentaren direkt unter diesem Video. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu unseren Hauptpersonen heute, und zwar zu unserer Expertin und unserem Experten, die ich ganz herzlich begrüße. Und bei mir unten im Bild, ich weiß nicht, wo sie bei Ihnen auch, angezeigt wird, ist jetzt einmal Vanessa Schmoranza. Herzlich willkommen. Hallo. Sie ist Partnerin bei Diconium, einer Tochtergesellschaft der Volkswagen-Gruppe, und ist Pionierin im Bereich Business, Innovation und digitale Transformation, beschäftigt sich unter anderem mit adaptiver Strategie, Modern Leadership und Systemdesign. Und was ich sehr spannend fand, sie möchte Menschen die Angst vor Veränderung nehmen und sie dazu inspirieren, neue Möglichkeiten als Chance zu sehen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf. Ja, wir freuen uns. Und dann begrüße ich ganz herzlich Jochen Felsner, der jetzt auch im Bild ist bei mir auf der rechten Seite. Er ist Geschäftsführer des Trusted Data Solutions bei der Bundesdruckerei und beschäftigt sich auch mit Modern Leadership Methoden, agilen Arbeiten in einem hochkomplexen Konzernumfeld und auch in der öffentlichen Verwaltung und natürlich auch mit Themen rund um die digitale Datensouveränität. Und die Bundesdruckereigruppe, da ist es ja besonders wichtig, maximale Sicherheit von persönlichen und sensiblen Daten zu gewährleisten. Und auch die Bundesdruckerei, man denkt das vielleicht auf den ersten Blick nicht, muss auch die Veränderungen des Marktes und der Gesellschaft immer im Blick haben, also immer Neues wagen, um die hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen konstant gewährleisten zu können. Herzlich willkommen auch an Sie, Jochen Felsner. Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielen Dank. Danke, dass ich dabei sein darf heute. Ja, und dieses Thema Mutation, Innovation, Fehlerkultur, das betrifft nicht nur fancy Startups, wie wir gerade schon gehört haben, sondern eigentlich jede Form von Unternehmen. Deswegen möchten wir heute die Fragen diskutieren: Was ist Trial and Error? Wie funktioniert das als Innovationsprinzip im Unternehmen? Wie wichtig ist eine Fehlerkultur? Und welche Rolle nehmen Führungskräfte bei diesen Change-Prozessen und bei der Kommunikation dieser Prozesse ein? Da sind Sie heute die Experten da. Und jetzt habe ich auch wirklich genug geredet. Jetzt geht es hier mal los. Und ich würde mal gerne an Herrn Felsner direkt starten mit der Frage, ob Sie ein konkretes Beispiel haben für ein nicht vorhersehbares Ereignis, das Sie mal finden mussten. Gab es ein Ereignis, was eingetroffen ist, wo Sie nicht direkt eine Lösung parat hatten? Ja, wir hatten kurz vor Weihnachten letztes Jahres eine sehr kurzfristige Anfrage quasi des Gesundheitsministeriums. Wir brauchen ein Impfquotenmonitoring. Alle wissen, Corona-Impfung stand bevor und das war echt sehr plötzlich. Das war etwas, was man nicht planen konnte. Und wir wussten gleichzeitig, dass es gesellschaftlich irre wichtig natürlich zur richtigen Zeit diesen Impfstatus nachhalten zu können. Und was haben wir gemacht? Alle zusammengesammelt. Wir haben gesagt, komm Leute, wir können jetzt nicht lange planen. Wir müssen einfach mal anfangen und uns Stück für Stück durcharbeiten, dass wir möglichst viel beitragen können, am Ende Corona zu bekämpfen. Das ist mal so ein ganz einfaches Beispiel, wie in der Businesswelt eigentlich mit sowas umgegangen wird. Und natürlich haben wir im Prozess gelernt und haben uns versucht, weiter zu verbessern, aber viel Zeit zum Nachdenken hatten wir an der Stelle nicht. Und das gibt einem dann auch so einen neuen Spirit und Kraft, irgendwie so Projekte anzugehen, wenn dann sowas Unvorhersehbares kommt. Oder Frau Schmoranza, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie auch so ein Beispiel für ein Ereignis, was plötzlich eingetreten ist, wo man dann nochmal ganz umdenken musste? Also wir haben das eigentlich sehr regelmäßig auch mit unseren Kunden, die auf uns zukommen, die dann ad hoc ein Problem haben. Aber um darauf aufzusetzen, was Jochen auch gesagt hat, ist das Thema Corona selbst war ja ein Ereignis an sich, wo man ganz schnell veränderte Rahmenbedingungen hatte, die da heißen, okay, wir können uns jetzt nicht mehr treffen, wir müssen jetzt irgendwie alle weiter agieren. Und wie geht das eigentlich, vor allen Dingen in der Arbeitswelt? Und auf einmal waren wir alle zu Hause und mussten uns den Rahmenbedingungen anpassen. Und jeder hatte andere Rahmenbedingungen, ne? Mit Familie, mit Kindern, mit viel Technologie zu Hause, ohne. Und dieses sich sehr schnell an diese neuen Umgebungen anzupassen, die von außen sozusagen hergestellt worden sind, die jetzt auch dazu geführt haben, dass ein neues Normal, also ein normaler Umgang damit jetzt auch stattfindet,
ist zum Beispiel ein solch ein Ereignis gewesen, wo sich jetzt ein neuer Standard durchsetzt. Und das hat auch was mit Mutation zu tun. Das heißt, ein Ereignis kommt, man muss sich spontan verändern und es setzt sich dann irgendwann, wenn es sich als gut herausstellt oder als überlebensfähig, als neuer Standard durch. Und das ist ein Beispiel, wie wir alle sozusagen gezwungen waren, uns anzupassen. Wenn es nicht anders geht, dann muss man sich da anpassen. Frau Schmoranzer, was sind denn Ihre Tipps für neu gegründete Start-ups, um diese Wandlungsfähigkeit und Innovation von Beginn an in die Unternehmensstruktur mit reinzunehmen? Ja, das ist interessant, dass Sie fragen nach Start-ups, weil Start-ups normalerweise sich ja gründen, weil sie ein Problem sehen, das sie lösen wollen und dann sehr schnell, dynamisch, agil, mit viel Risiko, ich weiß noch nicht so genau, was werden soll, einfach anfangen, auf Basis von einer Hypothese oder einer Annahme oder einer tollen Idee einfach loszulegen. Und da ist sozusagen dieser Drive, diese Kultur, dieses Mindset eigentlich oft schon gegeben. Und je mehr die Menschen, die Startups gründen, mit digitalen Themen zu tun haben, sie dort beheimatet sind, desto normaler ist das irgendwie auch so vorzugehen. Die interessante Frage ist, was machen eigentlich Unternehmen, die schon älter sind in dem Sinne, ne, die noch andere Strukturen und Arbeitsweisen haben, wie gehen die eigentlich mit solchen Themen um? Das finde ich so schön bei der Bundesdruckerei und auch bei Jochens Bereich. Da kommt ja die alte Welt und die neue Welt jetzt zusammen. Und wie das funktioniert und welche Tipps man sozusagen da geben kann, die beiden Welten zusammenzubringen, ist, glaube ich, auch eine spannende Frage. Ja, weil bei einem Startup, da denkt man das ja von Anfang an schon, da startet man vielleicht mit einer Idee und muss noch flexibel reagieren und auf Veränderungen. Aber bei einem Unternehmen, sage ich mal, was schon sehr alt eingesessen ist und eine bestimmte Struktur hat, stelle ich mir das jetzt auch schwieriger vor, da zu reagieren. Wie sehen Sie das, Herr Felsner? Es ist in der Tat etwas anderes, in einem großen Industriekonzern plötzlich alles neu zu machen. Aber ich habe am Ende versucht, genau die gleichen Ansätze wie in einem Startup zu fahren. Einfach mal anfangen, einfach mal machen. Wir haben das Ganze relativ chancenorientiert gemacht. Wir haben einen Markt gesehen und wir wollten versuchen, diesen Markt zu bedienen. Wir haben die Risiken natürlich auch gesehen, aber versucht zu mitigieren, die Chancen zu nutzen. Wir haben auch versucht, Entscheidungen möglichst weit zu delegieren. Das ist ja nicht der klassische Führungsstil. Der alte Führungsstil war ja, Entscheidungen werden an der Spitze getroffen und an einer anderen Stelle werden sie umgesetzt. Und ich habe versucht, an vielen Stellen fachlich gute Teams zusammenzustellen, denen einen Rahmen zu geben und dann dort in diesen Teams zu sagen, ey, guck mal, Leute, macht doch mal einfach, lauft doch mal los und guckt halt, was ihr erreicht. Und das ist am Ende im Prinzip einer der Erfolgsfaktoren gewesen, die Leute machen lassen. Ich glaube, das ist ganz viel auch mit Vertrauen gewesen. Für mich als Führungskraft war das auch ganz viel loslassen. Ich musste am Ende die Kontrolle abgeben über das, was ich normalerweise als Verantwortungsbereich habe und sagen, ihr macht das schon. Mhm. Was ich noch versucht habe, ist natürlich am Ende den Erfolg abzusichern. An der Außenkante kann ich mit dem Kunden ja nicht erklären, ja, wir haben das versucht, hat leider nicht geklappt, tut mir leid, ich komme übermorgen wieder. Der Kunde erwartet von uns Höchstqualität, Vertrauen, Sicherheit und so weiter. Das heißt, ich ziehe natürlich irgendwo so ein Fangnetz ein, so ein Risikomanagement um das ganze Konstrukt herum und schaffe es damit, an der Außenkante so gut wie möglich zu liefern, an der Innenkante aber möglichst auch diese Fehler zuzulassen, die auf dem Weg natürlich passieren zur Perfektion. Und das war erfolgreicher, ehrlicherweise, als gedacht. Und ich habe am Ende es auch geschafft, viele meiner Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, die gesehen haben, oh, guck mal, so kann man es halt auch machen und ganz neue Themen aufzubauen. Frau Schmoranzer, was für Tipps würden Sie da Führungskräften geben oder welches Mindset braucht man aus Ihrer Sicht, um das so agil zu halten? Ja, also das, was Jochen sagt, beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Er schafft die Rahmenbedingungen, dass Dinge möglich werden. Also seine Rolle als Führungskraft ist nicht mehr vorzugeben, was zu sein hat, denn wir wissen alle nicht mehr, was zu sein hat. Das ist ja das Interessante, dass wir sozusagen alle gleich dumm sind und erstmal herausfinden müssen, was denn die beste Lösung sein könnte, weil wir aus der Vergangenheit keine Vorhersage mehr für die Zukunft treffen können. Also das, was wir wissen, ist nicht mehr das, was uns weiterhilft. Und wenn wir quasi alle an einem Punkt sind, wo wir das nicht mehr vorhersehen können, also wo der am meisten weiß, derjenige ist, der sagt, wo es lang geht, dann bedeutet das auch für die Führungskraft, was ist dann meine Rolle? Nämlich neue Rahmenbedingungen zu schaffen, dafür zu sorgen, dass die richtigen Menschen zusammenkommen in der richtigen Arbeitsumgebung mit den richtigen, vielleicht auch Methoden, eine Umgebung zu schaffen, in der neue Dinge möglich werden, in der Dinge ausprobiert werden können und natürlich auch
darin Führung und Guidance zu geben. Denn es ist auch etwas, was man begleitet und was durchaus auch so seine Stabilität braucht. Sonst gehst du ins Chaos. Also hier auch das, die Balance zwischen Führung, Guidance und Autonomie ist, glaube ich, auch etwas, wo wir immer gut aufpassen müssen, wie geht man damit um. Und das Begleiten, das hat Jochen eben auch gesagt, das, was er von Empfangssicherheitsnetz gesagt hat, auch sehr gut zu unterscheiden, in welcher Phase meiner Arbeit mit dem Team bin ich sehr frei. Am Anfang zum Beispiel, wenn ich ganz viel ausprobiere, wenn ich Prototypen baue, wenn ich Dinge verteste und verprobe. Und wenn dann irgendwann wird es ja auch mal ernster, da geht ein Produkt dann vielleicht an den Markt oder in die Masse rein. Und gerade bei der Bundesdruckerei ist Sicherheit extrem wichtig. Muss ich aber auch garantieren können, dass in dem Zustand, wenn es wirklich ausgerollt wird, muss es solide und stabil sein und bleiben. Und das ist ja auch ein Prinzip der Mutation aus der Natur. Es wird viel ausprobiert, bis sich zu einem Punkt bewahrheitet, dass es funktioniert. Und dann muss es stabil ausgerollt werden. Und das sind die verschiedenen Phasen, glaube ich, auch, in denen man auch als Führungskraft auf sehr vielen Ebenen eigentlich wirklich begleiten muss, weil es je nach Phase, je nach Team, je nach Reifegrad, je nach Situation immer wieder anzupassen ist, wie ich mich auch in meiner Rolle mit dem Team verhalte. Wie siehst du das, Jochen? Siehst du das auch so? Deine verschiedenen Hüte? Ich wollte gerade fragen, was ist denn das Fangnetz? Was wäre da für ein Beispiel? Genau, also erstmal, ich sehe das genauso. Ich sehe auch, wie ich mich als Führungskraft und meine Führungskräfte sich in dem Prozess auch verändert haben, in der Rolle zu einem Coach und eher Rahmenbedingungen. Ich habe das immer mit dem Autobahnbeispiel. Ich bin dafür zuständig, die Autobahnen so zu bauen, dass meine Kolleginnen einfach rüberrasen können, ohne dass da Hocke sind, ohne dass da Schlaglöcher sind und so weiter. Und das ist dieses Rahmenbedingungsthema. Eine Leitplanke bauen, jetzt komme ich zu dem Fangnetzthema, das ist auch mein Job. Die sollen ja nicht von der Straße abkommen, wenn irgendwie mal was passiert. Und ein paar Airbags, die baue ich dann in ihre Autos auch noch mit ein. Und am Ende das Fangnetz, was ich gebaut habe, ist natürlich ein Qualitätsmanagement. Weil ich sagte ja schon, beim Kunden muss ich halt bis zu 100% Qualität liefern. Und das kann ich ja abfangen. Das heißt, ich kann an der internen Kante das Lernen ermöglichen und an der Außenkante gucken, dass die Qualität sichergestellt wird und notfalls halt auch ein Meilenstein mal verschoben wird. Zweitens, klassische BWL-Instrumente wie auch so ein finanzwirtschaftliches Controlling. Weil natürlich muss ich am Ende irgendwann auch mal gewisse Zahlen liefern. Und auch das ist so ein Fangnetz, was ich da drumherum baue. Und ich glaube, der dritte Punkt, ganz viel Kommunikation. Das ist ein Fangnetz an sich schon. Kommunikation und auch Wissenstransfer zwischen den Leuten sicherstellen. Und das ist, glaube ich, gerade, Vanessa, du hast ja auch von Corona gesprochen, in der Corona-Zeit unheimlich schwer geworden. Wie schaffe ich diesen natürlichen Austausch zwischen den Leuten, den ich sonst an der Kaffeemaschine in einem Teamraum habe, den ich jetzt künstlich erzeugen muss, um diese Lerneffekte und dieses Wissenstransfer sicherzustellen? Das ist eine Herausforderung, glaube ich. Ich glaube, ich kann es einigermaßen. Ich glaube, wir können alle aber besser werden, was das Ganze angeht. Was ist da denn so ein besonderer Tipp, wo Sie gesagt haben, da habe ich es gut geschafft, die Verbindungen zu halten? Oder gibt es da irgendeine spezielle Methode oder ein spezielles Meeting, wo man sagt, da kann man die Leute irgendwie mit einbinden? Leute ganz bewusst zusammenbringen und Gespräche enablen. Egal, ob das per Video oder Präsenz ist. Ich glaube, Leute, die in Präsenz gut zusammengearbeitet haben, können es per Video eine Zeit lang auch. Das hält dieser Teameffekt. Bei Neuen muss man sie erstmal Präsenz zusammenbringen, damit es danach im Video auch funktioniert. Aber ich glaube, man muss diese Räume schaffen. Und viele unserer Kollegen sind natürlich irgendwie auch sehr ausgelastet. Wir sind momentan in der Digitalisierung der Verwaltung ganz, ganz stark unterwegs. Und man muss diese Freiräume schaffen. Also bewusst Termine ansetzen, wo halt nicht fachlich geredet wird, sondern wo Wissen diskutiert wird, wo Erfahrungen ausgetauscht werden. Und ich versuche da meinen Beitrag zu leisten, nehme aber natürlich auch externe Coaches mit hinzu, die das am Ende mit übernehmen und diesen Wissenstransfer sicherstellen. Und immer wieder die Leute darauf hinweisen. Weil natürlich fällt am Ende Dokumentation mal immer gerne weg in Projekten. Ich glaube, das ist ja kein großes Geheimnis. Und ich glaube, da muss man die Leute immer noch mal zu zwingen oder zu bringen, zu sagen, Leute, das macht wirklich Sinn, das Ganze zu machen. Frau Schmoranzer, weil wir ja über die Mutation und auch das Thema Trial and Error kamen, würde ich gerne noch mal verstehen, was man denn unter dieser Trial and Error Methode in der Businesswelt eigentlich genau versteht. Also es gibt so Methoden, die heißen Design Thinking oder Lean Startup. Das sind so Begriffe, die man durchaus, wenn man sozusagen in der Bubble unterwegs ist, die einem dann immer wieder begegnet. Und es ist so ein bisschen angelehnt an zwei Dingen. Einmal an der Wissenschaft, wo jemand eine Hypothese aufstellt. Also ich glaube, dass dies und das so ist oder sein könnte. Und dann versucht man, diese Hypothese zu beweisen. Und so macht man das auch in der Innovation.
Das heißt, man stellt eine Hypothese auf, man sagt, wir glauben, dass in Zukunft, weiß ich nicht, 20% der Menschen eher zu Fuß irgendwo hingehen, als mit dem Auto zu fahren. Und dann versucht man, das nachzuweisen, zu beweisen oder eine Idee zu entwickeln, um zu gucken, ob das, was ich da mache, stimmt. Und so versucht man in sehr kurzer Zeit durch das Entwickeln von einem Prototypen und vorher das Generieren von Ideen zu gucken, ob das wahr ist, ob das stimmt, ob das passt. Mhm. Und wenn es nicht passt, dann wird es verworfen. Aber unterwegs habe ich vielleicht eine neue Information gelernt, weil ich einen Kunden gefragt habe oder jemandem das gezeigt habe, wie die Idee ist. Und dann mit der neuen Information gehe ich wieder los und mache wieder eine neue Idee. Und diese Vorgehensweise, da steckt ja dieses Trial and Error. Ich probiere was, ich teste es, ich messe es, ich lerne etwas daraus. Das nennt sich dann Build, Measure, Learn. Das ist eben auch so ein kleiner Zyklus, der vielleicht hilft. Und das Neue, das ich gelernt habe, wende ich wieder an für meinen nächsten Loop. Und so passiert es, dass ich baue etwas, ich messe es, ich lerne daraus, ich verändere es. Ich baue, ich verändere und so weiter und so fort. Und so kommst du eigentlich immer weiter in der Entwicklung einer Idee bis hin zu etwas, wo man sagt, oh, das passt jetzt, jetzt funktioniert es und jetzt kann ich es groß machen. Und Natur und Mutation ist so ähnlich. Trial and Error, Trial and Error. Etwas funktioniert und dann bleibt es und dann etabliert es sich. Und so muss man sich so ein bisschen die Innovationsmethode auch vorstellen. Früher haben Unternehmen sehr, sehr lange gearbeitet und sehr lange an Prozessen gebaut und dann musste das Riesenmonster fertig sein, bevor man angefangen hat, das irgendwie am Kunden zu verproben. Heute ist man da viel schneller. Ne, man versucht viel schneller schon herauszufinden, ist das, was ich da als Idee habe, überhaupt sinnvoll? Will das irgendjemand oder will das vielleicht gar keiner? Und das ist vielleicht auch das Neue an dem Thema Innovation. Ich baue nicht etwas Großes über ganz lange Zeit, um dann zu gucken, ob es jemand haben will, sondern ich mache lieber 20 Sachen gleichzeitig und verprobe sie ganz, ganz schnell, um zu gucken, was von dem, was ich mir da ausgedacht habe, bleibt vielleicht am Ende als gute Idee übrig. So muss man sich das ungefähr vorstellen, wenn man Innovation macht. Herr Felsner, würden Sie das auch so sehen? Also kann Trial and Error als Innovationsprinzip wirklich nachhaltig zu einem Businessmodell führen? Absolut. Ich teile alles das, was Vanessa Schwanzer gerade gesagt hat. Das ist ganz wichtig. Und ich habe ehrlicherweise auch an bestimmten Stellen mein Lehrgeld zahlen müssen, was das Ganze angeht. Wir haben vor 7 Jahren etwas entwickelt. Das haben wir im Prinzip genauso gemacht. Erstmal Technologie lange überlegt, nach 5 Jahren zum ersten Mal mit dem Kunden gesprochen. So funktioniert es halt heute nicht mehr. Dann haben wir gemerkt, ey komm, das müssen wir anpassen und sind dann in die Anpassung gegangen. Als ich das Geschäftsfeld vor 3 Jahren angefangen habe aufzubauen, habe ich es versucht, ganz bewusst anders zu machen. Sehr nah am Markt zu arbeiten. Und das ist ja genau das, was du sagst, Vanessa, diesen Input ganz bewusst immer wieder reinholen, sehr bewusst Rahmenbedingungen geben, die Teams einfach mal loslaufen lassen, ein bisschen Risikomanagement betreiben, also auf 6 Pferde gleichzeitig setzen und dann immer wieder anpassen. Die Anpassung kann im Wochentakt erfolgen, im Monatstakt erfolgen. Immer dann, wenn wir in dem Prozess neue Informationen hatten, haben wir uns angepasst und haben versucht auch, man nennt es, glaube ich, Co-Creation, und ich bin echt nicht der Experte für diese Worte, den Kunden halt einzubinden in Produkt- und Technologieentwicklung. Mhm. Wir sind damit super erfolgreich gewesen. Wir haben halt das Geschäftsfeld irgendwie von, sagen wir mal, so 10 auf 80 Millionen Euro nur 3 Jahren hochgezogen. Und das geht aus meiner Sicht in der Geschwindigkeit mit den Themen nur in so einem Trial and Error, also Verfahren, wo man sehr schnell aus den Fehlern lernt und seine Schlüsse auch zieht. Und ich glaube, der zweite Erfolgsfaktor war, nach außen zu liefern und nach innen Fehler zuzulassen und nach innen möglichst auch über diese Fehler zu diskutieren. Das ist ja ein Balanceakt. Da kann ein Startup vielleicht anders agieren. Wir mussten an der Außenkante natürlich immer unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards extrem hochhalten. Und ich glaube, das ist uns extrem, extrem gut gelungen. Und ich bin auch ehrlich gesagt sehr dankbar, ein Team zu haben, was mit mir genau diesen Weg mitgegangen ist. Man muss, glaube ich, mit Widerständen umgehen, weil man führt ja so ein sogenanntes neues Verfahren nicht einfach mal so ein und alle machen mit und sagen, super, ich habe nur darauf gewartet, alles ist jetzt plötzlich viel schneller und die Anforderungen wechseln jede 2, jede 4 Wochen. Ich glaube aber, die Leute haben auf dem Weg sehr schnell gelernt, warum das eigentlich auch Sinn macht, einen Kunden einzubinden und dort auch sich anzupassen, immer mal wieder. Und wir haben das dann auch geschafft, einige sehr erfolgreiche Produkte auf diesem Wege mit dem Kunden gemeinsam in den Markt zu bringen, die jetzt auch da sind. Bleibt mein Lieblingswort, das Fangnetz natürlich unten drunter, das spannen wir so ein bisschen wie so eine Glaskugel drumherum, damit auch Sachen schiefgehen dürfen.
Was wäre denn so ein Produkt der Bundesdruckerei, weil Sie gerade davon sprachen, weil die Bundesdruckerei viele jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm haben, was sich dahinter verbirgt. Was wäre denn so ein typisches Produkt, was Sie da entwickelt haben? Ein typisches Thema, was wir in diesem Ansatz entwickelt haben, ist unser sogenannter Datentreuhänder. Der Datentreuhänder hat Sinn und Zweck, dass am Ende Daten nur von denen abgerufen werden dürfen, die wirklich das Ganze dürfen. Ganz konkret nochmal, Krankheitsdaten. Niemand will, dass seine Daten irgendwas scheinen. Für die medizinische Forschung ist es aber unheimlich wichtig, natürlich anonymisierte Daten zu haben. Und genau sowas bieten wir an. Am Ende können Daten reingehen, werden von uns allerdings nur anonymisiert und nur an Berechtigte weitergegeben. Mhm. Und dieses Produktangebot haben wir in so einem Co-Creation-Ansatz mit verschiedenen Kunden gehabt und ist momentan erfolgreich und zeigt uns als Team halt auch, dass dieses Verfahren funktioniert. Ich glaube, was wichtig dabei ist, natürlich auch, Agilität hat ja nichts mit Chaos zu tun. Ich finde immer wieder Leute, die sagen, agil, jeder macht, was er will und wir gucken, was rauskommt. Nee, und Vanessa, du hast schon gesagt, Agilität ist ja ein hochprofessionelles Verfahren sozusagen, wie auch Innovation, Steuerung. Hm. Und ich glaube, das darf man auch nicht vergessen in diesem Zusammenhang, wie eigentlich Agilität wirklich funktioniert, wenn sie gut gelebt wird. Den Rahmen geben und da drin Kreativität in Anführungszeichen freien Raum lassen und die Selbstorganisation, dann haben wir es. Ja, würde ich gerne nochmal an Frau Schmoranzer abgeben. Wie viel darf denn gewagt werden, um Innovation voranzutreiben? Also gibt es da irgendeine Grenze, die irgendwann erreicht ist? Wie viel Mut braucht man da? Also was heißt wagen? Also wenn es lebensbedrohlich ist, sollte man irgendwie vorsichtig sein. Man sollte nicht mit dem Feuer spielen, aber ansonsten ist, glaube ich, alles grundsätzlich möglich. Kreativität lebt ja auch von der Kombination von Dingen, die vorher so nicht da waren, ne? Oder von dem in extremen Denken. Also alles, was außerhalb der Norm ist, ist ja, da liegt ja das Innovationspotenzial. Also außerhalb von dem, was ich schon weiß. Und das finde ich so schön, weil wir sprechen ja auch sehr viel über Fehlerkultur. So im Sinne von, ich darf ja nichts falsch machen, heißt ja irgendwie auch, ich darf mich nicht aus meinem Rahmen bewegen. Ne? Also in dem, was anerkannt ist und stabil ist, da darf ich mich bewegen und quasi alles, was darüber hinausgeht, bedingt ja schon mal ein Risiko und ein Risiko bedingt einen Fehler und eine Beurteilung oder Verurteilung. Und das Lustige ist, dass da ja ganz oft das Neue liegt. Hm. Ne? So, und aus dem unbeabsichtigten, grenzenüberschreitenden, sage ich jetzt mal, entstehen ja auch oft tolle Ideen, also keine Ahnung, das Post-it zum Beispiel oder auch andere Medikamente, die entstanden sind, sind ja quasi auch entstanden aus Fehlern. Also da wollte jemand was ganz anderes tun, hat irgendetwas falsch gemacht und auf einmal hat sich was Neues ergeben. Das heißt, das ist auch super spannend, dass in dem Fehler liegt die Innovation. Ja, es ist ja in der Natur auch so, dass dann die Mutationen, die entstehen, manchmal total. Fehler in der DNA-Replikation können ja dann auch Sachen hervorrufen, die dann vorteilhaft sind am Ende. Ja, total. Und ist das nicht spannend? Also, dass quasi das Wort Fehler eigentlich komplett falsch ist. Absolut. Also, das ist ja so, es wäre so toll, wenn man das irgendwie umdrehen könnte. Ne? Also, was mir auch einfällt, also Fehler. Warum ist das so negativ behaftet? Unterm Strich, auch das, was ihr in der Innovation macht, auch bei euch, Jochen, ist ja ganz schnell zum Kunden gehen, hat ja viel mit sich Feedback einholen zu tun. Also ich finde so, das magische Wort ist eigentlich Feedback. Daten sind Feedback. Das ist quasi, ich gebe was raus und bekomme eine Rückinfo. Ich probiere was aus, frage einen Kunden, bekomme eine Rückinfo. Und das ist dann entweder ja oder nein oder vielleicht. So wie früher auf dem Zettel, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. So. Und dieses Feedback ist doch total wichtig, damit ich weiß, gerade bei diesem kleinen Beispiel zu bleiben, ja, nein, vielleicht, wie ich meinen nächsten Schritt sozusagen vollziehe. Und Feedback einholen heißt eben auch Nein zu bekommen. Aber das Nein zu bekommen heißt ja nicht, dass was falsch ist. Das heißt einfach nur, das, was du gerade reingegeben hast, hat nicht funktioniert. Ja und? Dann probierst du halt was anderes. Und das wenn ist man auch mal, immer eine Frage, ja. Wie man das dann bewertet. Aber jetzt nochmal zum Unternehmen selbst. Wie geht denn das Unternehmen jetzt richtig mit Fehlern um und kann daraus dann vielleicht sogar Chancen definieren, aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht? Das ist das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Das Umgehen mit Fehlern hat etwas damit zu tun, zu erlernen, zum Beispiel über wie gebe ich Feedback oder wie gehe ich insgesamt mit Rückmeldung und Feedback um. Das ist ja auch eine Fähigkeit und eine Skill, die man auch als Führungskraft zum Beispiel ja auch trainieren kann oder die jeder trainieren sollte.
diese Informationen richtig zu bewerten und das Positive rauszuziehen, um daraus den nächsten Schritt abzuleiten. Und das ist das, was wir lernen und beibringen müssen, dass Fehler, Feedback, der Umgang damit etwas sehr Positives, Konstruktives ist. Und das ist das, was uns auch weiter dann voranbringen wird. Also sozusagen aus der Negativecke rauszuholen, ist eine ganz, ganz große Führungsaufgabe und eine Fähigkeit, die man auch erlernen muss, die wir vielleicht bisher noch nicht erlernt haben. Also auch neue Fähigkeiten zu lernen, ist auch ein Erfolgsfaktor, dass Unternehmen mit so etwas umgehen können. Herr Felsner, hier kam gerade nochmal die Frage aus der Community rein. Brauchen wir wirklich eine neue Fehlerkultur oder ein anderes positives Verständnis von Fehlern? Vielleicht können wir das in dem Zusammenhang direkt beantworten. Ja, findest du? Genau, ich bin auch bei dem Wort Fehler immer hin und her gerissen. Ich erinnere mich, wenn ich bei Fehler denke, immer an so Klassenarbeiten, dann stand Fehler drunter und man hat sich irgendwie ganz schlecht gefühlt. Nein, es ist in der Tat ein Feedback, eine Rückmeldung, etwas, was man besser machen kann, Vanessa, genauso wie du es gerade gesagt hast. Aber das Wort ist in der Tat noch irgendwie negativ beladen. Auch wenn wir jetzt mal ins Unternehmen reingucken. Du hast einen Fehler gemacht, dann fühlt man sich doch erstmal ein bisschen schlecht, anstatt zu sagen, du hast ein Feedback bekommen, wie es besser sein könnte. Das ist halt Wortklauberei, aber das ist, glaube ich, trotzdem ganz, ganz wichtig, dieses Thema positiver zu sehen. Brauchen Unternehmen eine Fehlerkultur? Ja, brauchen sie aus meiner Sicht. Wir müssen uns ja verbessern. Wir müssen mit allem umgehen, was wir an Feedbacks bekommen. Genau, Vanessa, wie du es gerade gesagt hast. Und ich glaube, wir brauchen auch eine Kultur, über das Thema zu reden. Das gilt übrigens auch für uns Führungskräfte. Keine Führungskraft ist ohne Fehler. Die Frage ist, wie viele Fehler geben wir oder wie viel Irrtum geben wir als Führungskräfte zu? Und ich glaube, da haben wir auch eine Vorbildfunktion. Wir müssen uns halt mal hinstellen und sagen, ich habe mich geirrt, aber ich habe daraus gelernt und mache jetzt etwas anderes. Das kann, glaube ich, helfen, das besser zu implementieren. Auf der anderen Seite, Fehlerkultur heißt ja nicht Einladung zum Fehler machen, sondern Einladung zum Probieren. Weil man muss natürlich schon immer wieder auch gelernt haben aus dem Ganzen. Ich kann ja nicht zum Kunden gehen und sagen, oh super, ich habe gestern 10 Fehler gemacht, dein Produkt funktioniert leider nicht. Das ist quasi Fehlerkultur in der falschen Richtung. Das ist halt ein gewisser Grad und da müssen wir, glaube ich, als Führungskräfte auch unseren Teams helfen. Ja, okay, da ist was schiefgegangen, aber bitte auch, was hast du gelernt? Und wie können wir nächste Mal vielleicht genau das vermeiden? Und dann sind wir genau in diesem diskutierten, ständigen Lern- und Verbesserungsprozess drin, anhand unserer Stakeholder, derjenigen, die dafür verantwortlich sind. Was wäre denn so Ihr wichtigster Tipp, wie man Dinge, die nicht so gut laufen, also Fehler nicht so richtig, aber wie kommuniziert man das den Kollegen gegenüber oder dem Kunden? Ich glaube, zwischen Kunde und Kollege ist fast gar kein Unterschied mehr. Wenn ich mit der Kundenseite anfangen darf, früh, offen und authentisch, kann ich nur jedem empfehlen. In dem Moment, wo ich einen Fehler lange mitschleppe und glaube, ich löse es irgendwie und stehe plötzlich 10 Minuten vor der Abgabe da und sage, es hat alles nicht geklappt, dann ist natürlich ein Riesenproblem, dann gibt es Diskussionen und der Kunde vertraut auch nicht mehr. Wenn ich halt früh ein bin und sage, ich sehe da ein Risiko, uns ist was passiert, wir glauben es zu lösen, dann ist der Kunde am Lösungsprozess beteiligt und kann sich halt auch darauf einstellen, wenn es wirklich dazu kommt, dass etwas nicht funktioniert, wie es vereinbart wurde. Ich kann nur dringend empfehlen, den Kunden einzubinden. Und meine Erfahrungen sind extrem positiv. Natürlich sagt der Kunde nicht, juhu, super, ihr habt einen Fehler gemacht. Aber er sagt, okay, verstanden, lasst es uns zusammen lösen. Und ich würde ehrlich gesagt in der internen Kommunikation genau das Gleiche sehen. Früher, authentisch und dann lasst uns überlegen, wie wir ihn lösen. Wobei ich intern gerne noch das sogenannte Lessons Learned machen würde. Also was verbessern wir denn am Ende, wenn wir diesen Fehler gesehen haben und er vielleicht systematisch ist. Und ich glaube, das sollte man nicht auf die lange Bank schieben. Nicht ein halbes Jahr nach dem Fehler anfangen, an dem Fehler rumzuporkeln. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Kurz überlegen, was war der Auslöser und dann auch versuchen, das zu kommunizieren in die Breite. Also in gewisser Weise Wissenstransfer herzustellen. So meine Ideen, meine Tipps dazu, meine Erfahrung. Ja, das hat doch einfach so eine seltsame Kultur, das Wort Fehler, ne? Das, wenn man im Startup-Bereich gibt es ja zum Beispiel diese Fuck-Up-Nights, wo, wenn irgendwelche Startups nicht geklappt haben, man sich darüber austauscht, warum und dann auch versucht, aus diesen Fehlern zu lernen. Und viele konzentrieren sich dann immer so auf das, was nicht läuft, als auf das, was läuft, oder, Frau Schmoranzen? Ich finde es ganz lustig, weil ich habe gerade mal überlegt, warum heißt es denn Trial and Error und nicht Trial and Succeed? Das ist, also der ist irgendwie so, manchmal kann man an den Wörtern echt gut rumphilosophieren. Und dann gibt es ja auch noch so einen typisch amerikanischen Satz, wer vorne ist, wer schneller lernt. Also wer mehr Fehler macht, also wer wer schneller Fehler macht und daraus lernt, ist weiter vorne als die, die es nicht tun. Und wenn man dann jetzt noch dieses Trial and Error und nicht Trial and Succeed, dann steckt da ja irgendwie eine Logik dahinter, dass quasi der Error ist ja das, was heißt, oh, hier geht es nicht weiter. Und wenn es nicht weitergeht, dann suche ich mir einen anderen Weg.
und dann geht es wieder nicht weiter, wie so in so einem Labyrinth, ja, irgendwie so. Und je besser du das beherrschst, diese Vorgehensweise, desto schneller kommst du im Zweifel an. Und diese interessante, so ein bisschen rationale, unemotionale, ne, Logik mal so ein bisschen zu sehen als, hey, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Modell, was die Natur uns vorgibt, was wir aus der Wissenschaft kennen. Die Wissenschaftler gehen ja auch so vor, ja, dass wir das einfach für uns so ein bisschen auch als gute Methode irgendwie verstehen, das negative Feedback ist gar kein negatives Feedback, es heißt nur, das hier funktioniert nicht, also wird etwas anderes möglicherweise funktionieren. Und damit, glaube ich, kriegen wir so eine Lust auf diesen Prozess und nehmen da so ein bisschen so diese Schwere der Emotionen raus. Das hat vielleicht auch was Kulturelles, kann man ja auch mal irgendwie gucken. Wie sind denn die Amerikaner? Sind die auch so wie wir in Deutschland? Ne? Ist das Thema Fehlerkultur auch etwas, was mit Sozialisierung zu tun hat? Auch etwas, wo wir bei unseren Kunden, mit denen wir interagieren, auch darauf achten, wie ist denn so die Kultur bei unserem Kunden? Ist der schon sozusagen in einer Kommunikationskultur, mit der man schon so interagieren kann? Wir versuchen da auch so ein bisschen, vielleicht ist das ein bisschen anders als bei euch, Jochen, etwas Rücksicht darauf zu nehmen, wo befindet sich denn mein Gesprächspartner, und versuche ihn dort ein bisschen abzuholen und den nicht zu überfordern. Wir Innovations- und Digitalmenschen neigen oft dazu, zu glauben, da wo wir sind, da so ist die ganze Welt, aber ist sie leider nicht. Das heißt, Empathie ist auch ein wichtiges Thema. Gucken, wo steht der andere und wie kann ich ihn dort abholen, um ihn langsam auch woanders hinzuführen, ist auch eine wichtige Aufgabe, auch im Sinne des Leadership. Jemanden nicht zu überfordern, sondern da abzuholen, wo er steht. Haben Sie da international eine Erfahrung noch, wo Sie sagen, da gibt es Länder oder Kulturen, die ganz anders mit Fehlern umgehen, Herr Felsner? Ich glaube in der Tat, es ist in den angelsächsischen Ländern anders und einfacher. Da gibt es in der Tat das Thema mit den Fuck-Up-Nights, wie Sie gesagt haben, wo man sagt, komm, das ist schiefgegangen, man freut sich dran. Wir sind da etwas reservierter, vielleicht meine ich auch ein bisschen wissenschaftlicher hier im mitteleuropäischen Raum. Dazu muss ja gar nicht falsch sein. Ich glaube nur, wir müssen halt daraus lernen und auch Mut auf und Lust auf Feedback zu haben. Ich finde das ein ganz wichtiges Wort, diese Lust auf Feedback zu sagen, das ist doch nichts Schlechtes. Mir gibt jemand eine Rückmeldung, aus der ich lernen kann. Und dann muss ich die Bereitschaft haben, tatsächlich zu lernen. Und da sind wir Europäer vielleicht ein bisschen reservierter, aber wir machen es trotzdem. Und ich hoffe, dass wir es auch Stück für Stück immer mehr machen, damit wir dann auch es schaffen, an vielen Stellen uns nach vorne zu bewegen. Ich glaube, Digitalisierung ist doch ein Geschenk für uns alle. Es gibt so viele Chancen, die wir halt haben. Wir sollten an der Stelle, glaube ich, nicht über Risiken nachdenken, sondern überlegen, wie können wir die Chancen so gut wie möglich nutzen. Ja, Risiken mitigieren, alles richtig. Aber trotzdem ist das so, das, was ich mir immer wünsche, wenn ich mit Kunden diskutiere, die natürlich an verschiedenen Stellen, Vanessa, du hast völlig recht, momentan noch stehen. Aber sie verändern sich auch an vielen Stellen. Und das ist, glaube ich, auch ein Geschenk für die Arbeit. Bevor wir uns jetzt gleich noch mal kurz ein paar Fragen aus dem Publikum widmen, würde ich gerne Sie beide noch mal fragen, wenn Sie sich eine Mutation, eine Veränderung in der Gesellschaft wünschen dürften, welche wäre das denn, Frau Schmranzer? Oh, das ist hochphilosophisch. Muss ich mal gucken. Nehme ich jetzt die einfache Schokolade, die mir jeden Tag geliefert wird, oder nehme ich irgendwie... sehr spannende Frage. Ich kann mir vorstellen, dass eine Mutation in Richtung weniger ich, mehr wir, also es hat vielleicht so ein bisschen was wie, ich spreche gerne über, vielleicht was ganz Persönliches, das Thema Ego-Mindset, Ego im Sinne von ein anderes Bewusstsein oder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass das Ich, dass es etwas gibt, das größer ist als ich und dass ich nicht unbedingt im Mittelpunkt stehe. Und wenn wir alle ein bisschen weniger ich hätten und ein bisschen mehr wir und uns so verhalten würden, glaube ich, würden wir insgesamt einfach auch viel mehr die Dinge anpacken, die für uns alle wichtig sind. So, also vielleicht ist so diese Mini-Mutation des Ego-Prinzips etwas, was uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen könnte. Zumindest glaube ich das. Herr Felsner, was wäre Ihr Wunsch? Ich mache es mir mal ganz einfach. Lust auf Veränderung. Ich würde, das ist ganz aufrichtig, ich würde mir wünschen, dass wir mit Veränderungen noch positiver umgehen. Immer sagen, es kommt was Neues und dann, ey, komm, lass es uns testen und angucken und dann im Zweifel weiter optimieren. Das wäre mein Wunsch für eine Mutation in der Gesellschaft. Mhm.
Ich schaue gerade mal, hier kam zum Beispiel eine Frage noch rein zum Fangnetz, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Wie kann ein solches Fangnetz, Sicherheitsnetz funktionieren? Woraus muss es geknüpft sein? Also nochmal ganz konkret. Vielleicht zwei, drei Tipps an der Stelle zu dem Fangnetz. Erstens, es muss jemand geben, der am Ende nach extern die Verantwortung trägt. Das bin normalerweise ich als Führungskraft und ich muss die Verantwortung auch tatsächlich ernst nehmen. Ich muss meinen Mitarbeitern zeigen, dass im Zweifel ich mich hinstelle und sage, ich bin verantwortlich für das, was da passiert ist. Teil 1 des Fangnetz, stärkt die Leute. Teil 2, ich muss ein gewisses Controlling haben. Jetzt kann man alles zu Tode kontrollieren, aber ein bisschen gucken, wie läuft das Ganze. Man kann ja einen Entwicklungsfortschritt auch messen. Man kann ja messen, welche Zahlen man hat. Und das mache ich einfach an der Seite und weise im Zweifel die Leute lieb und nett darauf hin, ey, pass mal auf, du läufst dann in eine Lücke rein. Das heißt, das verbinde ich mit einer gewissen Prognose. Das ist das zweite Teil des Fangnetzes. Der dritte Teil des Fangnetzes ist halt viel Kommunikation. Das heißt, da komme ich, Vanessa, du hast vorhin Coaching-Rolle genannt, genau in diese Coaching-Rolle rein. Ich spreche mit den Leuten und merke ja dann schon so ein bisschen, wo könnte es haken, und bei Themen, wo ich sage, da ist es gefährlich, da weise ich die Leute dann schon sanft darauf hin. Das ist dieses sanfte und leichte Führen. Das ist am Ende so mein Fangnetz. Und unter dem Fangnetz läuft sozusagen in meinem Bild die Autobahn, wo ich dafür sorge, dass die Rahmenbedingungen für die Leute so gut wie möglich sind, dass die sich entfalten können, dass die auch für sich erfolgreich sind. Weil das definiert am Ende auch den Erfolg von uns als Unternehmen. Genau, hier schrieb noch jemand, wenn mehr Fehler, mehr Lernen und bessere Ergebnisse heißt, geht es nicht darum, Innovationsräume zu schaffen, in denen die Fehler passieren müssen, um diese besseren Ergebnisse zu bekommen. Frau Schmoranzer nickt. Ja, also wenn ich Fehler jetzt im positiven Sinne interpretiere, dann müssen sie passieren, damit sozusagen die Weiterentwicklung stattfinden kann. Wie gesagt, man muss halt immer aufpassen und gucken, in welchem Kontext meine ich das jetzt. Ne? Das kann ja nicht sein, ja, wir müssen jetzt auf Teufel komm raus Fehler machen, sondern ich muss halt einfach genau abwägen, wann ist Zeit zum Experimentieren, unter welchen Rahmenbedingungen. Da ist auch das Fangnetz, was damit auch bedingt ist. Ich muss irgendwo auch beschreiben, wo ist der Cut, also wo ist eine Risikoabwägung, woran mache ich das fest? Sowas kann man ja auch messen, zum Beispiel, wenn bestimmte Grenzen oder Quoten überschritten sind. Und das muss man schon gemeinsam entwickeln. Aber grundsätzlich würde ich die Frage auch mit Ja beantworten, dass es unbedingt erforderlich ist, dass man das Feedback einbezieht, genau, in seine Arbeit. Also Feedback im Sinne von, ne, Fehler gleich Feedback und nicht bewertet, gehört zu dem Prozess eindeutig dazu, ja. Genau, also es geht schon darum, habe ich gelernt, die Fehler einfach positiver zu sehen, beziehungsweise damit umzugehen, darauf einzugehen und daran weiterzuarbeiten, und dass man das auch, dass man auch lernen muss durch diese Fehler, um irgendwie voranzukommen. Ich glaube, es ist wichtig, am Ende Impulse zu sammeln. Das ist ja das Feedback. Wir brauchen ganz viele Impulse für alles, was wir tun. Mhm. Wir müssen bereit sein, aus diesen Impulsen zu lernen. Ich glaube, dann ist alles ein ganzes Stück weit einfacher, ja. Ja, herzlichen Dank an Sie beide, Herr Felsner, Frau Schmoranzer. Ich habe viel gelernt, spannende Impulse und Einblicke bekommen in Ihre Arbeit und wie man mit Fehlern umgeht, auch in der Unternehmenskultur, was diese Trial-and-Error-Methode bedeutet. Und ich denke, wir konnten da alle für unseren Berufsalltag auch was mitnehmen. Herzlichen Dank an Sie beide und natürlich an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die online mit dabei waren. Herzlichen Dank und an alle noch einen schönen Tag. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Thank you.